Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play. Komische Schatten an meinem Arsch. Hier links, seht ihr das am Bildschirmrand? Dieser Schatten, der dann irgendwann verschwindet? Ja, ich sehe es, na guck. Ja. Let's Play Stalker. Oh, wisst ihr was Cooles, Leute? Warte mal, ich möchte mal was probieren. Und da war. Genau, das klappt dann wahrscheinlich ganz gut. Ja. Aber ich habe nämlich nur eine neue Maus und damit kann ich viele lustige neue Sachen machen. Cool. Robben. Das soll doch nicht Robben sein. Das. Okay, ja, gut, alles klar. Nicht jetzt mit meiner Maustastatur, mit meiner Maustaste mich hinhocke und dann nochmal Kriechentaste, oder nein, nicht Kriechentaste, sondern Robben. Ja, Robben heißt das, dann hoppe ich hier angeblich, ne? Das ist nochmal hier, dass man noch tiefer ist. Das werde ich mir vielleicht mal, ne, in Augen halten. Oh, und jetzt was Cooles. Ich nehme jetzt mit OBS auf. Ich kann einfach nur alles drinnen lassen. Ich muss nie wieder schneiden. Das ist so cool. Ja. Und ich weiß auch, wo ich hin muss. Oder, das wusste ich schon vorher, aber ich wollte dort nicht hin. Aber jetzt will ich dorthin. Eigentlich will ich dort nicht hin, aber ich muss dorthin. Sagen wir es mal so. So, jetzt sind wir hier. Ich wollte, was ich noch machen wollte, in den Optionen möchte ich die Steuerung. Ich möchte meine Waffe 4, das sind die Granaten. Alternative Steuerung. Maus 3 benutzen. So. Und zurück zum Spiel. Cool. Und dann können wir hier. Das macht manche Situationen einfach leichter. Meinetwegen hier. Da kommt ein Feind. Der versteckt sich. Granate. Zack. Werfen. Dann wieder hochscrollen. Nee. Da muss ich ja runterscrollen. Dann will ich auf mein Gewehr. Das ist einfach eigentlich alles gar nicht mal so schlecht. So. Es leckt. Aber es freest wie immer. Es muss erstmal laden. Obwohl es eigentlich schon geladen haben muss. PA fängt P an. Da haben wir die lustigen Aufträge. Das sind wir. Okay. Wieso klebt jetzt. Ich das jetzt verstehen oder? Okay. Warum klebt jetzt meine Maus? M? Das ist nur die Karte. Leute, das gefällt mir eigentlich. Ja, eigentlich ist es sogar gar nicht mal so schlecht. Ach, mal gucken, ob ich mich damit arrangieren kann. So. Ich möchte nicht dorthin. Ich möchte. Aha, okay. Okay, gut. Alles klar. Alles klar, ich hab's verstanden. Wir möchten die Dokumente finden. Und zwar, da gehen wir in das Lager. Ich möchte das als Quest. So. Ich muss jetzt in demzufolge ins dunkle Tal. Und dort war ich noch nie gewesen, wie immer. Da müssen wir, na, wo müssen wir denn da hin? Gehen wir mal tiefer. Ja, das ist die erste Region zum Müllhalter. Wir müssen zum dunklen Tal. Wir müssen dorthin. Würde jetzt gerne hier eine Markierung setzen, aber okay, das darf ich nicht. Gut, wir müssen zum Müllhalter. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, wir sind da oben in der Bar. Okay.
Also zur Müllhalde. Gut. Dann. Alter, hör doch mal auf, Spiel. Müssen wir. Alter, Spiel! Hä? Was soll denn das? So was Arschiges. Jetzt soll ich in der Scheißstadt laufen oder was? Wenn ich renne, freeze das Spiel ein oder was? Jetzt renne ich aber auch. Das verstehe ich nicht. Wo muss ich denn eigentlich hin? Die Bar? Das ist die Bar. Haben wir irgendwas dabei, was wir nicht wollen? Nö, eigentlich Dokumente vom Außenposten, Streptox Laufwerk. Tja. Munition haben wir eigentlich davon noch genug, davon noch genug, davon auch genug. Ich würde sagen, alles ist gut. Ja. Muss ich hier hin? Ja, ich muss hier lang, glaube ich. Ja, ich bin ja richtig, den kenne ich. Ist aber lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich hatte nämlich echt viele Folgen aufgenommen. Naja, und irgendwie muss ich das dann erst veröffentlichen, bevor ich hier noch mehr aufnehmen möchte. Weil das bringt ja nichts, wenn ich hier 1000 Folgen aufnehme und die alle nicht veröffentlichen kann, will oder darf, muss. Nennen wir es mal so, wie wir es wollen. Blöden Hunde. Wie viele sind denn das? Alter. Eieieiei, hier sind richtige Hundeplager, ey. Ich finde, ich könnte jetzt mit der Schrotflinte agieren, aber. Der ist tot. Ey, auf mir auszuweichen. So, der letzte noch. Na. Alter, so ein Pisser. Klick, klick und da wird geschossen, wenn es soweit ist. Oh, Gott. Genau, wo ich schießen will, leckt das Spiel. Ja, okay, das ist halt eine Waffe, die auf der Entfernung nicht wirklich genau ist. Würde ich mal jetzt zumindest denken. Was halt Pistolen in Wirklichkeit auch sind, auf der Entfernung nicht genau. Weil das geht da gar nicht anders. Die haben einen kurzen Lauf, keine, ja, meistens keine Zielhilfen. Das bringt halt nichts. Weil diese Waffe ist noch ungenauer, weil sie so einen enormen Rückschlag hat. Das ist aber echt krass. Also solche kleinen beweglichen Ziele. Zumindest wenn die denk laufen, dann haben wir das Problem. Spiel! Danke. Das musste jetzt sein, Leute. Tut mir leid. Gut. Waffen getestet. Und was jetzt das Coole ist durch OBS, ich kann da dort nochmal in der oder im System oder was heißt im System, in der Aufnahme oder im Aufnahmefenster von OBS kann ich nochmal den Spielesound oder jeglicher andere Sound, der nicht von meiner Stimme kommt, ja, regulieren. Das heißt, ich kann das Spiel elendig leise stellen. Das gefällt mir.
Ihr werdet nie wieder von Gewitter, Gewehrschüssen oder anderen lauten Geräuschen meine Stimme nicht mehr hören. Das ist so cool. Finde ich eigentlich klasse. Und was noch cool ist, ja, ich hab ja gesagt, ich habe eine neue Maus von, keine Ahnung. Naja, ich spawne hier schon wieder zur Hälfte in der Anomalie. Dort ist einer. Vor mir ist einer. Gehen wir mal dort lang. Gut. Dort haben wir also Gegner. Ich habe gehört, dass diese. Hä? Das sind keine Gegner. Okay. Ach so, weil das ja. Die sind ja jetzt hier. Alles klar. Und es lädt erstmal wieder. Wäre vielleicht immer noch so eine Angelegenheit, um die ich mich kümmern müsste. Vielleicht einfach bloß irgendwelche Einstellungen herunterschrauben. Vielleicht reicht das schon. Der Weiße muss tot sein. Ja. Was? Hallo, meine Waffe. So, ich muss mich ja wieder mal. Das war skillig. Wieso sind die Hunde nicht durch 1000 Kopfschüsse gestorben? Alter. Danke. Der stirbt durch 3 Arschlochschüsse. So was Arschiges. Ah ja, ich müsste jetzt dort lang. Soll aber oben irgendein Lager verteidigen. Ja, nö, kein Bock. Okay. Ja, gehen wir mal dort lang, würde ich sagen. Soll ich irgendwo ein Lager von Banditen? Soll ich mich hier über den Haufen schießen? Viele tote Bäume, ja, da drüben sind doch Banditos. Das sind Banditen. Den Haufen, ja, aber wir können ja mal noch anschleichen. Und dann läuft man extrem langsam. Könnten uns auch vorbeischleichen, aber nö. Ach du schon. Es ist natürlich eigentlich nicht so. Bist denn du umgefallen? Lol. Danke. Gut. Was? Ach, da lebt noch jemand. Du vielleicht? Haha, du lebst noch. Immer noch? Jetzt nicht mehr. Tut mir leid, aber ich muss den so exekutieren. Der wollte mir wehtun, Leute. Das war ein tätlicher Angriff. Etikett nehmen wir mit, das nehmen wir auch mit. Wir könnten nochmal Energy Drink mitnehmen. Wir haben nur 2. Normales Essen haben wir 3 Würste. Das reicht. Gut. Du hast noch irgendwas Sinnvolles vielleicht? Ja. Eine Mullbinde. Oder ein Verband. Du auch dasselbe. Noch was Feines für mich? Ja. Alles klar. Gut. Ja, hier ist natürlich die Party. Was? Die ist ja strahlend, die Scheiße. Lol. Ja, da kommt die Strahlung. Ist mein Strahlenschutzmittel. Was soll denn das? Wir wollen nämlich hier. Okay, wir müssen da durchrennen. Ich will jetzt dorthin. Ja, ein ganz schön radioaktiv verseuchtes Gebiet. Mamma mia. Bin ich aber gespannt, wie dieses Gebiet aussieht. Nicht, dass ich hier noch, wie heißt denn das hier, ne?
einen besonderen Anzug braucht, der mich mehr vor Strahlung schützt, aber bis jetzt noch nicht. Okay. Ich will keine Belohnung, Kostüm, tut mir leid. Ein Artefakt? Okay. Bitte töte mich nicht, bitte! Dein Partner wurde in die verlassene Fabrik gebracht. Mehr weiß ich nicht, das schwöre ich. Okay, Abschaum. Du darfst weiterleben. Aber komm mir nie wieder unter die Augen. Hey Mann, komm hierher! Hilf uns, unseren Kumpel von diesen Mistkerlen zu befreien. Mir nach. Ich kenne einen guten Platz für einen Hinterhalt. Ich bin dir dankbar für deine Hilfe. Die Wächter begleichen ihre Schuld. Schön. Also die wollen einen Hinterhalt machen. Okay, das klingt ja mal, also so missionsmäßig klingt das ja gar nicht mal so schlecht. Gegen wen wir einen Hinterhalt legen, ist die andere Frage. Sieht aber echt cool aus da hinten, der Baum. Nö. Sumpf? Oh ne. Oh ne. Will nicht in den Sumpf. Kollege, du weißt doch überhaupt nicht, wo du uns hinführst, oder? 80 Anomalien? Okay. Der hat eine Kalaschnikow mit einem Zielferrohr. Was cooles. Aber das kennen wir ja schon. Wie weit wollen wir denn noch latschen? Junge! Bestimmt. Okay, Kollege. Ja. Willst du mir jetzt erzählen, was wir machen? Verstecken, da drüben, auf der anderen Straßenseite. Sie werden bald hier sein. Das Feuer erst nach mir eröffnen. Auf der anderen Straßenseite. Wird drüben, also. Ah, ja. Die nehmen wir dann in die Zange. Er von dort, ich von dort. Na los, schieß! Schieß doch mal! Okay. Das hat aber echt Nerven. Das ist ein Freund. Tot? 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 Nee. Wo? Dann holen wir uns. Was? Wieso hältst du so viel aus? Das ist eine fucking... Okay, die hatte so eine. Okay, na dann. Ach, verdammt. Mögest du in Frieden ruhen, Bruder. Komm her, unterhalten wir uns. Okay. Aber erstmal möchte ich hier mal so ein Medikit reinschmeißen. Danke. So, ja, bitte was weiß ich wo? Das ist eine Schande mit meinem Kumpel. Er war ein krasser Typ. Trotzdem bin ich dir etwas schuldig. Na, sowas passiert schon mal. Banditen, diese Hurensöhne wollten mich zur alten Fabrik bringen. Ich weiß nicht, was sie dort mir anstellen wollten. Aber vorher haben sie schon einen anderen Typen dahin gebracht und habe ihn nicht wieder gesehen. Sie haben noch einen von uns. Sehr egal. Sie halten ihren Kerker fest. In diesem großen Gebäude dort. Ein riesiges, noch nicht fertiges Gebäude. Kannst du ihm helfen? Ansonsten werden sie... Du weißt schon.
Echt, du hast sie dort in der Fabrik haben? Ich habe nicht viel gehört. Alles, was ich weiß, ist, dass Borov, ihr Boss, einen Teil des Schlüssels zu den Höhlen dort hat. Das war wohl mal ein Labor oder sowas. Ich habe gehört, wie sie darüber redeten, dass Borov ganz wild darauf sei, dort hinein zu gelangen. Ihm fehlt aber noch die zweite Hälfte des Schlüssels. Wenn du darüber nachdenkst, da hineinzukommen, dann solltest du es dir noch einmal überlegen. Das ist alles voller Banditen. Ja, danke. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die Typen zu retten. Gut, danke. Okay, bis dann und ciao. Blindon! Ja! Hast du Schönes dabei? Schrott. Lumpi. Du hast nur eine Pistole gehabt. Oh nee, du hast hier noch Schrott. Wie Schrott haben wir? 82, ja komm, das reicht. Das wäre jetzt bloß wieder hier Verschwendung von Platz und Material, wenn wir dort. Ne? Ihr wisst schon. Du hast aber immer ein besseres Klumpe. Ja, nee, so das nicht. Da, wird das? Ja, na klar, das nehmen wir mit. Hatten wir nicht mal irgendwann eine Taschenlampe mit F? Nee. AK 47, genau. Hatten wir nicht mal irgendwann mal Licht gehabt? Oh, Kontakte, hallo. Ja. Was wollte ich denn jetzt machen? Gucken, wo ich eine Taschenlampe hatte. Ich dachte, ich habe eine Taschenlampe gehabt. Option? Steuerung. Licht oder Taschenlampe oder sowas. L oder Taschenlampe. Feuer, Zoom, Nachladen, Granatenwerfer, nee, Inventar. Allgemein. Lassen, Konsole, what the fuck, Chat, City, der Buchenbum. Ich hab doch. Stimmt mal irgendwo eine Taschenlampe. Kriechen, springen, robben, nach links, Waffe. Ich hätte gedacht, dass ich eine Taschenlampe hatte. Okay. Wir können es mal versuchen mit L. Nee, mit L ändert sich überhaupt nichts. Kame, 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 Kame. Oh. Ja, nee, gut. Ich hab Hunger. Ich muss auch gleich mal hier so eine Wurst vernassen. Ja, wie gesagt, ich hätte gedacht, dass ich eine Taschenlampe habe. Habe ich also keine gehabt. X? Nee, Y, das ist Quatsch. F, G, R, ja. T wie Taschenlampe. Alles klar. Gut. Danke für ein Spiel. Für diese überaus hilfreiche Information. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Könnt ihr mir das nochmal sagen? Dort will ich nicht etwa. Dort hineinschleichen. Ich bin jetzt. Spiel, sag mal, wo ich bin. Da unten. Da sind sie, ja, was. Labor. Ah, Laboreingang. Okay, na, da kann ich ja nicht rein. Hoch auf den Schlüssel abnehmen. Auf den validen ja, verschwinden. Den Eingang ins Labor finden. Der wäre dort. Aus der ersten Lager in das Lager einschleichen. Und das hier? Nur das. Aber am besten das Lager einschleichen, ja, schleichen. Ah, naja, ihr wisst ja, Eismann eiskalt und schleichen, das ist wie. Funktioniert nicht einfach ganz einfach. Anomalie. Will ich nicht hin, tut mir leid. Ach, kennt ihr das, Leute? Einfach so einen kleinen Spaziergang machen im Sumpf der Welt.
Das macht Spaß. Hm. Das wäre also wahrscheinlich hier dieser große Komplex. Ja, er sagte doch, da hinten im Haus, was nicht fertig gebaut ist. Gut. Wir können bestimmt irgendwie da rein. Ist dort oben einer? Weiß ich jetzt nicht mal genau. Wo da einer ist. Hm. Da hinten sind Anomalien ohne Ende. Wir müssen dahinter. Das klingt dann wiederum wenig. Könnten wir jetzt ankriechen, aber ich glaube, dass hier oben keiner ist. Hier rennen wir einfach mal. Ein bisschen Strahlung. Aber solange es auf einem niedrigen Niveau bleibt, ist ja alles gar nicht so wild. Okay, da ist irgendwas drinne. Na, da müssen wir mal noch vorbeischauen. Das würde so ein Gebiet, wo wir ein bisschen erkunden können. Ja, wollt ihr mich verarschen? Fucking Strahlung. Das war also nur dort hinten gewesen, okay. Gut. Verbände haben wir hier oben auf der Schnelltaste. Genau, das sieht gut aus. Hm, ja, da haben wir hier so einen richtig geilen Sumpf. So richtig schön und lecker. Ab in die Suppe. Ist ja ekelhaft. Oh, doch, einen Schlüssel zum Labor abnehmen. Das ist auf jeden Fall unsere Hauptaufgabe. Und den Typen dann sozusagen zu töten. Oh, was ich nicht vergessen habe, ich sollte ab und zu mal speichern. Ja, jetzt Spiel und überspeichern, ja. Ursache, es ist gut bald. Sich das Ende der Folge nähert. Das ist aber nicht so schlimm. Leider, wo muss ich denn lang? Gib mir mal hier P, die Klammern. Ich meine natürlich Pizza. Was haben wir dort? Dort ist ein Tunnel. Dort ist ein gefangener Wächter. Und dort ist Bora. Ich ahne schon, dass ich mich hier definitiv durchkämpfen werde müssen, weil ich nicht schleichen kann. Das ist einfach nicht möglich. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Acht Leute. Acht gefickte Leute. Hä? Ich würde sagen, ich habe da oben doch was gesehen. Ganz leise. Laut. Kommen wir irgendwie noch hoch oder? Nö. Noch? Was? Munition? Bei Wassermunition, was war das? Die hier. Normale russische Film. 5er Munition. Hm. Okay. Ich kann in die Kolumbe nicht mal rennen. Ja, geil. Alter, 9 Leute. Ah, es klingelt der Wecker. Hm. Muss ich vielleicht auch von außen angreifen. Ich werde jetzt in der nächsten Folge auf jeden Fall das Lager erstmal auskundschaften. Und werde mir überlegen, wie ich nun vorgehen werde. Ob ich von innen heraus vielleicht irgendwie eine große Fläche finde, wo ich eine Deckung habe und mit meiner Reichweite spielen kann, in meiner Genauigkeit. Okay, im Notfall hätte ich noch eine Schrotflinte und das andere Gewehr. Will ich aber eigentlich immer nur in Notfällen einsetzen. Na gut, wie dem auch sei, wir speichern nochmal das Spiel und dann verabschiede ich mich von euch. Mit kleinen Schlingel. Oh, das geht recht schnell. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und
viel Spaß mit eurem weiteren Tag. Ciao!